Tauche ein in die wunderbare Welt der Meerwasser-Aquaristik. Willkommen bei der Meerwasser-Aquarium-Podcast.de. Erfahre aus erster Hand, auf was es beim erfolgreichen Betrieb deines Meerwasser-Aquariums ankommt. Geschäftsführer Markus Mahl hat mit seiner Firma Aquarium West hunderte Meerwasser-Aquarien in ganz Europa geplant und gebaut. Über 2000 professionelle Aquarienwartungen pro Jahr sprechen für sich. Lehn dich zurück und profitiere von Expertenwissen aus erster Hand. Der Meerwasser-Aquarium-Podcast.de. Von und mit Markus Mahl. Hallo und herzlich willkommen zur 46. Folge des Meerwasser-Aquarium-Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und möchte mich nochmals vorab bei allen bedanken, die mein neues Buch Meerwasser-Aquarium gekauft haben und mir somit einen sensationellen Start bei Amazon als Bestseller in der Rubrik Fische und Aquaristik gesorgt haben. Für diejenigen, die das Buch noch nicht haben und interessiert sind, können es jetzt bestellen. Gehe hierzu einfach auf Amazon, gib in die obere Suchleiste Meerwasserbuch oder Markus Mahl, Mahl geschrieben mit M-A-H-L, und dann wirst du sofort auf die entsprechende Seite geleitet und kannst ganz einfach dein Buch bestellen. Jetzt steigen wir sofort in das eigentliche Thema der heutigen Episode ein. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage: Ist ein Komplettset oder ein individuell geplantes Meerwasser-Aquarium die bessere Lösung? Schauen wir uns vorab mal an, was ein Komplett-Aquarium ist. Ein Komplettset besteht nicht nur aus dem Aquarium, dem Aquariumunterschrank und der Aquarienabdeckung, sondern es sind in der Regel auch die Beleuchtung, die Filteranlage und der Eiweißabschäumer im Set enthalten. Bei manchen Herstellern sind im Preis auch noch die Strömungspumpen und eventuell eine Nachfüllautomatik dabei. Für Meerwassereinsteiger ist das zuerst mal eine sehr einfache Lösung, da sie sich nicht mit der am Markt vorhandenen Vielzahl von verschiedenen Modellen und Auswahlmöglichkeiten von Abschäumern, LEDs, Filtertechnik und anderen Dingen auseinandersetzen müssen. Hinzu kommt, dass Komplettsets meistens im Preis überschaubar sind und keine besonders hohen Einstiegsinvestitionen erforderlich machen. Dabei solltest du jedoch beachten, dass aufgrund des in Anführungszeichen günstigen Einstiegspreises nicht immer die hochwertigste und vor allem nicht die leiseste Aquariumtechnik verbaut werden kann. Auch bei der Beleuchtung ist häufig nur eine Mindestausstattung vorhanden, so dass in den wenigsten Fällen eine Lichtsteuerung, zum Beispiel für Sonnenauf- und Untergänge, Wolkenflug und ähnliches enthalten ist. Du kannst sicherlich mit einem Komplettset starten, doch wenn du etwas höhere Ambitionen hast oder die sich im Laufe der Zeit entwickeln, bleibt es nicht aus, dass du auf hochwertige Komponenten umrüsten musst. Das ist teuer und der ursprüngliche Preisvorteil ist dahin. Ich habe in der Praxis einige dieser Komplettsets für Kunden, die auf uns zugekommen sind, auf- oder umgerüstet, da sie zum Beispiel leise Strömungspumpen oder einen leistungsstarken Filter bzw. Eiweißabschäumer wollten. Auch die bei manchen Herstellern verbaute PVC-Verrohrung ist besonders im Ablaufgeräusch oft schwer einstellbar und wird deshalb nachträglich oft ausgetauscht. Ein weiteres Manko von Komplettsets ist, dass sie nur in den vorgegebenen Maßen und Farben erhältlich sind und du das kaufen musst, was eben angeboten wird. Wenn wir nun zusammenfassen, sind Komplettsets fertig zusammengestellt und günstig in der Anschaffung. Jedoch sind die enthaltenen Komponenten nicht immer die besten und die Auswahl der Aquarienmaße und Farben ist vorgegeben. Eine Ausnahme ist hier Axperto. Axperto ist ein Hersteller, an dem ich beteiligt bin, der Meerwasser-Aquarien-Komplettsets auf Premium-Niveau anbietet, jedoch mit dem Unterschied, dass du bei Axperto die Aquarienmaße, die Möbelfarbe und auch die Möbelhöhe frei wählen kannst. Um es dir so einfach wie möglich zu machen, konfiguriere das Axperto-System, nachdem du deine Aquarienmaße eingegeben hast, die entsprechende Aquariumtechnik automatisch auf deinen speziellen individuellen Bedarf hin. Außerdem kannst du dort zusätzlich für dich konfigurierte Ergänzungen bis hin zu lebenden Steinen, Korallen und Fischen gleich mitbestellen, die du dann, wenn du soweit bist, abrufen kannst. Falls es dich interessiert, schau einfach mal auf der Axperto-Seite vorbei unter www.axperto.de. Die nächste Stufe im Aquariumbau ist die individuelle Anfertigung. Hier kann auf jedes noch so spezielle Kundenbedürfnis eingegangen werden. Hier bauen wir in der Praxis oft technisch sehr komplexe Lösungen, die einen hohen Automatisierungsgrad aufweisen, oder besondere Beckenformen, wie zum Beispiel sehr hohe oder sehr breite Aquarien, oder besondere Möbelfarben und Verkleidungen haben.
Es zeigt sich der Unterschied, dass bei bereits konfigurierten Lösungen keine Anpassung, zum Beispiel auf die eigenen Bedürfnisse und Wünsche, möglich ist. Meerwasser-Aquarianer, die eine Lösung suchen, die auf ihren Wohnraum und ihre speziellen Interessen Schwerpunkte zugeschnitten ist, sind mit einer individuellen Lösung deutlich besser beraten. So, das war's wieder für heute. Ich hoffe, du konntest wieder einige wichtige Informationen für dich gewinnen und würde mich freuen, wenn du auch die nächste Folge des Meerwasser-Aquarium-Podcasts wieder hörst. Wenn auch du Fragen hast, schreib sie mir einfach an info@aquariumwest.de und ich versuche in den kommenden Folgen darauf einzugehen. Zum Schluss möchte ich dir mein neues Buch Meerwasser-Aquarium nochmal ans Herz legen. Es ist seit 6.11.2017 über Amazon erhältlich. Wenn du tiefer in das spannende Thema Meerwasser-Aquarium einsteigen möchtest, findest du dort alle wichtigen Informationen, die du bei der Planung, dem Bau und der Pflege von Meerwasser-Aquarium benötigst. Neben den gesamten technischen Fragen, wie zum Beispiel, was musst du bei der Planung und Montage von Meerwasser-Aquarium beachten, was gibt es für verschiedene Beleuchtungssysteme, wie funktioniert ein Eiweißabschäumer und vieles mehr, findest du dort zahlreiche Beschreibungen von Fisch- und Korallenarten, die für Aquarieneinsteiger und Fortgeschrittene geeignet sind. Zum Bestellen geh einfach auf die Homepage von Amazon und gib einfach in die obere Suchleiste Meerwasserbuch oder Markus Mahl, Mahl geschrieben mit M-A-H-L, und dann wirst du sofort auf die entsprechende Seite geleitet und kannst das Buch ganz einfach bestellen. Ich wünsche dir nun viel Spaß mit deinem Meerwasser-Aquarium, dein Markus Mahl. Das war's für heute beim Meerwasser-Aquarium-Podcast.de. Wenn es dir gefallen hat, hinterlasse uns doch gleich eine positive Rezension bei iTunes. Und vergesse nicht, unsere Show gleich zu abonnieren. Dadurch können noch weitere Meerwasser-Aquarianer von diesem Podcast profitieren. Wir freuen uns auch über Fragen oder Themenwünsche. Schreibe sie einfach in die iTunes-Rezensionen oder schicke uns eine Mail an info@meerwasseraquariumpodcast.de. Bis zum nächsten Mal.